Steffen Bartel. Damit das Feiern kein Ende findet, sondern nach einer kleinen Auszeit umso ekstatischer weitergeht, erfanden findige Köpfchen die After Hour. In früheren Zeiten, mit hinterhältigen Sperrzeiten, gab es diese tapferen Kämpfer für mehr Bass und mehr Fluchtpunkte vor der Realität. Einer von ihnen ist nun bei uns, mit seinem nicht endenden Fight für die nicht endende Feier. Augenlider nochmal aufschlagen, Regler hoch und einen schmissigen Applaus für Steffen Bartel. Ja, 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 da, die Bar ist drin, der Bart ist drin, das ist eigentlich, boah, das ist total spitze, aber wir müssen dich damit quälen, genau da reinsprechen. Jetzt bist du ganz bei uns. Oha. Und voll online. Steffen, schön, dass Deine wir Stimme dich da zu hören, ist so toll. Ja, du, das die hören wir ja Gott sei Dank alles nicht. Das müssen ja die anderen ertragen, das ist ja super. Wir sind ja fein raus. Mein Lieber, du bist ja wirklich ganz am Anfang bei den After Hours schon immer dabei gewesen. Und du hast ja nicht nur aufgelegt, du hast ja so, boah, du hast auch an der Tür gestanden, du hast mit Johannes, ja, mitorganisiert, du hast die Bevor gute ich aufgelegt Laune, habe ich mitorganisiert. Ja. Und ja, ohne dich wäre das alles gar nicht so richtig möglich gewesen. Also es gab immer Leute, die das, ich sag mal, initiiert haben, habe ich. Also, und ja, zum Glück mich auch gefragt haben. Das war gerade so der Ralf halt so, beziehungsweise eigentlich auch sein Wohnkollege, als er noch im Hanfladen hinten geschlafen haben, halt, ja. So er und sein Wohnkollege. Ja. Und der richtig, war ja immer sehr umtriebig. So. Richtig, ja, genau. Ja, und dann kam ja diese erstaunliche Zeit mit einer Unmenge von After Hours innerhalb von kürzester Zeit. Und das war ja relativ neu in der Republik und brachte ja dann sogar diesen wunderbaren Ruhm ein, dass diese kleine Schabracke von Laden hier, der kleine Ballsaal, hier war es damals ähnlich wie jetzt, nur noch dunkler. Also hier hat man dann so gestanden, ja, hier an der Position und hat halt aufgelegt. Das war halt dann so geschaukelt. Genau. Die Haken noch, ja, vielleicht sind die Haken, nee, die Haken sind nicht mehr sind da. Wegrenoviert. Genau. Ja. Das war zugemauert da vorne. Jetzt es war einfach. Wir hatten hier diese komischen Deko-Elemente unter der Decke hängen aus bunt gemalten Schaumgummi, oh, ja, die dann irgendwie mit Schwarzlicht angestrahlt wurden und total dilettantisch. Irgendwelche Fische und irgendwelchen komischen Blödsinn, Algen. Ja, Stellmacher und Jensen-Style. Also. Ja, genau, nur für Arbeitslose. Also richtig schlecht. Während Stellmacher und Jensen das ja professionell gemacht haben, haben wir das haben irgendwie abgeguckt. Ganz ja, ja, schäbig einfach mal so im Bastelstil nachgestellt. Hat es aber getan. Das war ja irgendwie völlig ausreichend. Ja, die Musik war da. Die Musik war ja das Entscheidende. Und um die Uhrzeit kriegte man ja eh nicht mehr so viel mit. Doch. Ja, aber das ist so ungefähr die Uhrzeit. Also ich kriege ja auch nicht mehr viel mit jetzt. Von daher ist alles gut. Ja, das Interessante war ja zu dem Zeitpunkt halt auch irgendwie, dass man die Veranstaltungen, die waren halt, haben meistens gegen 5 Uhr geendet, ja halt. So, wenn man irgendwo anders hingegangen ist und dann musste man kurz sich finden und was finden und das war natürlich super, wenn man dann halt nochmal wieder ins Warme konnte, bevor man dann wieder 60 Kilometer nach Hause gefahren ist. Irgendwann, stimmt, ne? Das war ja auch noch so eine reisende Gesellschaft. Früher hat man ja wirklich für seine Party unglaubliche Entfernungen irgendwie hinter sich gebracht. Und ja. Wir hatten ja auch sehr viele Touristen, Feiertouristen damals aus Frankfurt, kamen relativ viele Leute hier hochgefahren. Und ja, weil die Kasseler halt so nett waren irgendwie. Frankfurt war so ein bisschen geschlossen. Es war immer so ein bisschen eingefahren, also so ein bisschen so, und hier ist man einfach, hat man einfach gefeiert halt so. Genau, und irgendwie konnten wir das, keine Ahnung warum. Nordhessen? Komisch. Ja, klar. Ja, aber irgendwie ging das, keine Ahnung. War schön. Ja, die Mädels haben schon ihren Beitrag dazu getan, irgendwie so. Die waren immer sehr offenherzig und ja, haben immer alle eingeladen.
Und schon war es halt meistens so, dass man dann halt auch in Kontakt kam mit anderen Städten halt, ne? Richtig. Das darf man ja immer nicht vergessen halt. Das war ja nicht immer nur die Musik, es waren ja halt auch die Menschen, die hier unterwegs sind halt so. Und sie sind ja immer noch unterwegs halt, so ist es nicht halt. Ne? Stimmt, es gibt ja noch so ein paar von damals übrig gebliebene Dinosaurier, wie dich, mich, Schmeißer. Und so, da gibt es ja noch ein paar. Wir haben es irgendwie alles überlebt. Ja, Schmeißer hat damals... Ja. Unkaputtbar. Hier war ja noch ein bisschen umfangreicheres Programm halt so. Es war ja dann irgendwie so diesen Donnerstag und Sonntags. Richtig, dann immer genau. So gerade zu diesen Anfangszeiten. Und dann gab es halt zu dem Zeitpunkt, also es war halt ein bisschen eingegrenzt, es gab nicht zu viele Zeiten. Und da ist man dann zu diesem Zeitpunkt halt auch Michael Schmeißer irgendwie besucht, irgendwie so im Nordpol halt. So, das kennt vielleicht auch keiner. Im Nordpol war halt auch irgendwie so ein kleiner umtriebiger Ort irgendwie so. Und das weiß ich noch irgendwie, die waren dann immer da unten tätig, wir hier. Ja. Oh Gott. Oh ja. Ne? Ja. Richtig. Nordpol. Die Straße ist berüchtigt da unten. Wir haben noch oft drauf geguckt, ne? Gottschalkstraße. So, ich habe ja immer so ein bisschen Angst, dass die Leute irgendwie uns weglaufen, wenn wir zu lange reden. Und wir hatten jetzt schon einen relativ langen Talk schon vorher. Ich würde die Leute gerne ein bisschen wieder mit Musik unterhalten wollen, ohne dich abdrängen. Oder hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest? Nö. Super also, ja, Grußworte oder sowas. Ja, Musik will ich loswerden. Also nicht loswerden, okay. Also ein bisschen spielen. Ich, du bist heute auf werde heute, ich werde nicht ganz so, also ich werde nicht so tag, oder also so ein bisschen, also zum Schluss vielleicht, also eher ein bisschen lockerer, sage ich mal so. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Dann jo. Frohes Auflegen. Ja, dann bin ich mal los. An die Teller. Ja.